Die Talsperre Seebach in Thüringen. Die 506 Meter lange Staumauer ist sanierungsbedürftig. Seit Wochen leeren sie dafür den Stausee. Für die Fische, die noch immer im Restwasser leben, soll in den nächsten Tagen ein Rückhaltebecken entstehen. Darum kümmern sich Schwimmbaggerfahrer Markus Liegel und Wolfgang Wehnemann vom Angelverein. Wir nehmen erstmal diese äußere drüben an. Ja. Dass wir erstmal aufs Land schmeißen. Ja, genau. Alles nach alles nach oben, aus nach Richtung Süden. Mhm. Ja, Breite von zu breit. Ja, und dann entscheiden wir, ob das breit genug ist, ob wir diese Kante, die wir die linke Rahmenkante, wenn das nicht breit genug ist, nehmen wir die dann ganz weg. Ja. Und packen das nach innen rein. Ja. Und praktisch, wo der Schwan, da ist die steilste Kante, da haben wir wenigstens Sedimente und da gehen wir rein. Und einfach gerade rüber. No, und ich bin dann mit dem Boot auch dann soweit. Die Idee, eine Vertiefung soll verhindern, dass der See komplett austrocknet. Dort sollen die verbliebenen Fische überleben. Das ist das erste Mal, dass wir sowas machen mit dieser großen Maschine. Das Tolle dabei ist, du weißt nicht, was der Untergrund bringt, wie er hält, musst du schwimmen, kannst du fahren. Das ist eine relativ große Herausforderung, aber das macht schon Spaß, ja. Markus Liegel verbindet in den kommenden Tagen mehrere tiefe Stellen zu einem größeren Becken. Insgesamt 10 Tage wird er brauchen. Also die Voraussetzung an sich war zum ersten Mal guten Stelle in den See zu kommen. Heißt, es sollte nicht zu flach und nicht zu steil. Wenn es eine flache Stelle ist, dann ist meistens sehr viel Schlamm dabei. Und man muss halt am Anfang sehr langsam reinfahren. Das ist sehr wichtig bei sowas, weil du nicht weißt, wie der Untergrund nachgibt. Sobald du mal 2-3 Meter mit den Untergrund hast unter deinen Ketten, dann kannst du reinfahren. Mit einem normalen Bagger würde Markus Liegel im Schlamm sofort einsinken. Doch zwei Schwimmkörper verleihen seinem 24 Tonnen schweren Bagger Auftrieb. Ich habe jetzt noch Bodenkontakt und lasse ihn auch so weiterlaufen. Wenn jetzt die Wassertiefe zunehmen würde, dann schalten wir die Kette aus und schalten um auf die Propeller. Und dann würde er sich bewegen wie ein Schiff. Markus Liegel kennt den Stausee nicht. Das heißt, er gräbt auf Verdacht und nach Anweisung. Hier kommt Wolfgang Wehnemann ins Spiel. Du bist jetzt da, wo die Brücke ist, wo der Kram reingeht, gell? Ja, genau. Genau, und da machen wir dann Richtung Staumauer runterwärts, gell? Ab dort runter. Ja, genau, wo du jetzt hinschwenkst, genau da in die Richtung arbeiten wir, ne? Auf das Loch zu in die Mitte. Genau, da so lang, da machst du jetzt unten aus, den Kram lang, wo rechts und links dieser Damm ist und da so breit wie möglich, wie gesagt, alles rüber aufs Land legen. Wolfgang Wehnemann ist Chef des Angelvereins und bewirtschaftet den See seit 26 Jahren. Niemand kennt die Seebachtalsperre und deren Untergrund so gut wie er. Wir sind am Anfang des Jahres informiert worden, dass die Talsperre abgelassen wird. Da muss man was einfallen lassen, was mit den Fischen passiert. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich so eine Aktion mitmache. Und dementsprechend hatte ich da Vorkenntnisse und weiß über die Schäden, die dort passieren. Weiß eigentlich, was das für eine Schlammarbeit ist. Und weiß auch, was an Fischmasse da vernichtet wird. Rund 30 Tonnen Fische sind in dem See zu Hause. Einen Teil hat der Angelverein schon abgefischt und in benachbarten Teichen untergebracht. Die übrigen retten sich hoffentlich in das Rückzugsbecken. Hier jetzt versuchen wir, dass wir noch eine zusätzliche Tiefe herstellen, dass wenn der Wasserspiegel noch weiter abgelassen wird, dass die Fische ganz sicher einen Rückzugsort haben, die, wo man nicht rausfischen kann. Wir können nicht alle Fische aus dem Wasser entnehmen. Das heißt, der Fisch braucht nachher, zum Überleben braucht er gewisse Wassertiefe. Und wir machen hier jetzt von der Wasseroberfläche bis nach unten zwischen 3 und 4 Meter nochmal ein ganz großes, tiefes Loch, dass die Restfische dort bleiben können für eine kurze Zeit. So, jetzt hallo Wolfgang. Hi Markus. Wir haben das so abgestimmt, dass wir uns jetzt so vorarbeiten zur Mauer. Und den Bereich, den du jetzt auspacke, den halten wir so ein Richtung Damm. Ziemlich in die Strecke auch, wie du jetzt liegst. Und dann kommen wir schon dem Restwasserloch sehr nahe, wo wir dann die Kanten dann vertiefen. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein bisschen von deiner Seite aus rechts da noch was wegkriegst auf der Seite.
In dem Bereich bin ich schon ganz unten, siehst du? Genau, da bist du da schon, bin ich schon unten. Da noch gesehen, wir ja, alles klar. Dann gehe ich noch ungefähr, ja, genau. Gehe ich noch so weit raus. Dann passt das. Ne? Markus Liegel baggert seit mehr als 5 Stunden. Stück für Stück arbeitet er sich im See vor. Jetzt ist es so, dass wir kommen in tiefere Gewässer oder in tiefere Schichten. Jetzt muss ich mein Fahrwerk auseinanderfahren. Das heißt, ich schalte den Kettenantrieb, das Fahrwerk aus. Und jetzt mache ich beide Antriebsräder nach außen. So, und jetzt habe ich einen doppelt so stabilen Stand wie vorhin. Weil wir jetzt circa Breite haben von fast 7 Meter. Und das ist wie wenn du irgendwo stehst und stehst breitbeinig da und stützt dich in der Hüfte ab. Schwimmbagger sind nötig, um Hafenbecken auszubaggern. Die sind aber mehr als doppelt so groß wie der von Markus Liegel. Sein Schwimmbagger ist eine Spezialanfertigung. Ja, da haben wir uns mal zusammengesetzt und da ist die Idee entstanden, uns sowas selbst zu bauen. Weil wir haben einen Schreitbagger und dergleichen, Mähboote und sowas. Aber wir kamen immer wieder an Grenzen mit unseren Maschinen. Und wir brauchten mal ein Gerät, wo schnell transportierbar war und trotzdem von der Größe her und von der Leistung her ausreichend ist. Und dann ist das so nach und nach entstanden. Also das Teil wurde, nur der Unterwagen wurde zugekauft, alles andere wurde selber gebaut. Also dieses Ding so gibt es nicht im Katalog zu kaufen. 9 Stunden lang schaufelt Markus Liegel heute Schlamm aus dem See und lädt ihn neben dem Restwasser noch ab. Hi Markus, 17 Uhr, Zeit zum Feiern machen. Wir kommen jetzt rüber und holen dich ab, ja? Okay, ja. Und da kannst du dann alles vorbereiten, zumachen und alles klar. Ja, dann bis gleich. Der Bagger bleibt über Nacht auf dem See, denn morgen gehen die Arbeiten weiter. Also wenn ich jetzt nur das, was oben liegt, schätze ich auf ca. 450 bis 500 Kubik, aber das, was unten ja dann auch wieder verläuft, etwas. Also wir haben heute eine Riesenmenge geschafft. Der nächste Tag und neue Herausforderungen. Ich habe jetzt keine Bodenhaftung mehr. Jetzt drehe ich ihn mal zuerst mal um, dass ich vorkomme.